Heute ich will ausprobieren Schichtfleisch im Dutch Oven bei meinem neuen Gasgrill. Und dazu noch nebendran, also dann Gemüse grillen. Bitte nicht umschalten und bleibt dran. So, ich habe jetzt Schweinehals genommen, also ich habe das gestern schon mariniert und als Marinade ich habe dann Bitburger Rub genommen und das alles also noch mariniert. Also zuerst für alle Kritiker, ich bin keine Profi und ich probiere das erstes Mal, aber alles, also, was ich habe schon ausprobiert, hat immer geklappt und ich denke, bei Ihnen klappt auch. Zuerst nehme ich also dann Pecan und lege ich das auf dem Boden im Deutschofen, weil viele sagen, also das Pecan also auf dem Boden, also das ist also so etwas Ähnliches wie ein Backpapier quasi. Und wir machen das genau dasselbe. Noch Zwiebel genommen. Und Zwiebel schneiden wir dann. Dieses Schneidebrett habe ich noch nie ausprobiert. Das gehört zu meiner Frau. Aber die hat mir erlaubt. Oh, cool. Schöne Scheibe. Dann nehmen wir noch Paprika. Die Samen schneiden wir das alles raus. So, und ich habe noch ein paar Tomaten. Probiere ich das auch also zum Schneiden. Gut, perfekt. Schweinehals genommen. Da ist also 2 Kilo. Normalerweise im Deutschofen FT6 also passt also 2,5 Kilo. Aber ich wollte also ein bisschen Gemüse noch dazu nehmen. Ja, deswegen also ich habe also ein bisschen weniger genommen. Ich zeige lieber nachher, wie das in der Nähe aussieht. So, hat's geklappt. Ja, meine Meinung, 2 Kilo ist ein bisschen zu wenig. Also ich habe schon also ein bisschen Gemüse noch genommen, also zum Beispiel also der rote Paprika, noch Zwiebel und ein paar Tomaten. Habe ich schon also das alles voll bekommen. Und jetzt kommt obendrauf also dann die Barbecue-Soße und ein bisschen auch also Tomatketchup. Und dann machen wir das alles ins Gasgrill rein. Und das wird also bei 180 bis 200 Grad und so circa um 3 Stunden. Und jetzt machen wir dann die Barbecue-Soße noch dazu. So, und jetzt Tomatenketchup auch noch dazu. Jetzt kann man das alles in dem Feuer. Schön, freut mich.
dem Zeit, also wenn bei uns Schichtfleisch noch im Gasgrill steht, in dem Zeit können wir dann Gemüse vorbereiten. Dafür brauchen wir gutes Olivenöl, Thymian, Zucchini und Backpaprika. Dann schneiden wir Zucchini. Ein bisschen schräg, dass die Fläche für den Grill so ein bisschen größer wird. So ein bisschen Sonnenblumenöl. Ich habe extra so circa bis 1 cm geschnitten, dass die nicht so schnell also dann verbrennen. Ich mache das alles zuerst ohne Öl. So, jetzt salzen wir ihn ganz gut. Und machen wir noch Olivenöl. Ja. Kann man noch ein bisschen schwarzes Pfeffer. Kann man noch dazu Rosmarin noch dazu geben. So, die Zeit ist rum. Muss schon alles fertig sein. So, jetzt kann man das probieren. Ah, das ist so zart. Und Gemüse, was ich noch dazu gemacht. Ja, Gemüse ist noch perfekt. Also mit dem Fleisch, meine Fazit, muss nicht so in höherer Temperatur sein. Wie ich sehe, also am Rand ist ein bisschen angebrannt. Das heißt, nächstes Mal also mache ich nicht mit 180, lieber also mit 160 Grad. Ja, und vielleicht also mit Bacon dann Überwände ein bisschen hochziehen. Ja, sonst schmeckt richtig gut, gefällt mir. Danke für Zuschauen, tschüss und bis nächstes Mal.